Ja, bis jetzt haben wir das Thema Luftschallschutz immer behandelt. Jetzt wollen wir uns mal den Trittschallschutz ein bisschen näher anschauen. Beim Trittschall geht es erstmal natürlich darum, man muss sich bewusst werden, was ist überhaupt der Trittschall? Wie kann ich es natürlich dann entsprechend auch verbessern? Welche Mechanismen habe ich oder welche Produkte kann ich da einsetzen? Und als Sonderform wollen wir uns natürlich auch das Thema schwimmenden Estrich vornehmen, weil das ist in der Regel auch das, was dann in der Baupraxis dann durchgeführt wird. Beim Trittschall ist man natürlich in der Augenblick natürlich in den Bereichen, dass man dann natürlich das Begehen einer Decke oder einer Treppe meistens darunter versteht. Das bedeutet, auch Stühlerücken zählt in dem Augenblick zum Trittschall, weil auch das natürlich Geräusche durch entsprechende Decken überträgt, und zwar in der Form, dass es einfach ein Körperschall ist. Also ich übertrage ein Geräusch von oben in einen Raum, der zum Beispiel unter mir liegt. Also ob ich jetzt drüber gehe oder einen Stuhl rücke, tue ich praktisch über den direkten Weg oder über die flankierenden Bauteile sozusagen in dem Raum, den ich schützen möchte, sozusagen die Energie, also die Luft zum Schwingen anregen, und ich kann es in dem Augenblick hören. Das bedeutet, die Ausbreitung erfolgt in der Form, dass ich wirklich eine mechanische Anregung habe. Hier zum Beispiel der Hammer, der dann einfach die Decke zum Schwimmen bringt. Die Decke schwingt dann sozusagen die Luft in dem Raum, den ich unten drunter habe, wieder an, und unten drunter kann ich dann natürlich hören. Das bedeutet, diese Schwingung, die ich in die Luft übertrage, das ist das, was ich sozusagen dann unten drunter höre. Eine Sache muss man sich aber trotzdem bewusst werden. In dem Augenblick, wo ich einschallige Bauteile habe, muss man sich auch dem leider auch bewusst werden, dass beim Körperschall dort keine Möglichkeiten gibt, das in den Griff zu kriegen. Also außer ich verwandle ein einschalliges Bauteil in ein zweischalliges Bauteil, was man in der Regel mit den schwimmenden Estrichen tut. Aber sonst gibt es bei einschalligen Bauteilen kein Kraut gegenüber Körperschallanregung. Und wenn die mechanische Anregung sozusagen im Bauteil drin ist, also irgendwo in der Decke gibt es irgendwo zum Beispiel eine Windung oder irgendein Element, das Geräusche verursacht, dann wird dieses Geräusch sozusagen über das gesamte Gebäude, über den Massivbau sozusagen verteilt, und in allen Bauteilen ist es da auch direkt sozusagen zu hören, beziehungsweise wird von diesen abgestrahlt. Aber wichtig, das gilt wirklich für die einschalligen Bauteile, den sogenannten Massivbau als solches. Die Verbesserung des Trittschalls erfolgt in der Form, dass ich wirklich hier zu den flankierenden Bauteilen und natürlich auch zu der entsprechenden Decke eine Trennung habe in der Form von Mineralwolle. Und da ist es auch so wichtig, dass ich dann natürlich in dem Augenblick bei einem entsprechenden Fließestrich natürlich zum Beispiel unten drunter nochmal dafür sorge, dass die flüssige Betonmilch nicht in die Dämmung einläuft und damit auch nochmal eine Schallbrücke bildet. Manchmal gibt es auch die Anforderung, dass unter der Dämmung auch nochmal eine Folie gesetzt wird. Das ist aber in der Regel so, wenn wirklich eine frische Betondecke ist, die noch sehr viel Feuchtigkeit hat, soll die Feuchtigkeit nicht in die Dämmung einziehen. Also da nochmal eine eventuelle Trennung. Jetzt ermittle ich natürlich einen entsprechenden Trittschallpegel, einen sogenannten Normtrittschallpegel. Und den messe ich natürlich, wenn über mir natürlich ein Raum ist, wo Geräusche entstehen, messe ich in dem Raum, den ich schützen möchte. Das bedeutet, der Raum, der unten drunter ist. Und für mich ist natürlich wichtig, dass ich möglichst wenig höre. Das bedeutet, je kleiner der Normtrittschallpegel ist, also je weniger ich sozusagen in dem Raum unten drunter höre, desto besser ist natürlich dann auch mein Trittschallschutz in dem Augenblick für diesen Raum. Das bedeutet, mit einem kleineren Trittschallpegel steigt auch wirklich in dem Augenblick der Komfort. Ja, wie bestimme ich den entsprechenden Normtrittschallpegel L-NW? Das bedeutet, hier gibt es eine entsprechende DIN 4109, die ist relativ neu aufgelegt worden, 2018 im Januar. Und wie dort ermittelt wird, wird auch in der Form unterschieden, dass es erstmal einen Unterschied gibt zwischen Massivbau und Leichtbau. Fangen wir mit dem Massivbau an. Das bedeutet, ich habe eine massive Decke. Der liefert mir natürlich schon einen entsprechenden Basiswert. Der nennt sich dann LN äquivalent 0W. Also deren Wert ermittle ich dann entsprechend aus den Katalogen der DIN, wo ich dann sagen kann, für die Decke gibt es einmal diesen Startwert sozusagen. Und jetzt kommt es natürlich darauf an, mache ich zum Beispiel einen entsprechenden Trittschall drauf, also eine Trittschallverbesserung in irgendeiner Form, also zum Beispiel einen schwimmenden Estrich, kann ich natürlich jetzt hier ein sogenanntes Delta LW ansetzen und sagen, ich reduziere jetzt den Basiswert um die Verbesserung, die ich dort ermittle. Diesen Wert kann ich natürlich entsprechend aus Formeln ermitteln oder halt auch aus entsprechenden ja, Herstellerangaben, sozusagen aus Konstruktionen, die die geprüft haben, für uns dann sozusagen in dem Augenblick ermitteln. Wichtig ist, an der Stelle wird ihr dann ab und zu mal nachgefragt nach der dynamischen Steifigkeit, zu der kommen wir noch, aber das ist die Stelle, wo ihr dann nachgefragt werdet. Und je nachdem, ob ich dann natürlich auch flankierende Bauteile habe, die auch immer noch trotz der Trennung einen Einfluss an den Schallpegel haben, genauso wie eine entsprechende Unterdecke vielleicht in dem Raum, der zu schützen ist, kann ich hier entsprechende Korrekturwerte noch ansetzen. Je nachdem, wie gut oder wie schlecht die sind, kann ich hier wirklich eine Verbesserung erzielen. Im Leichtbau ist es so, dass ich hier kein Delta LW ermittle, sondern da gibt es einen sogenannten LNW. Dieser LNW hat schon den schwimmenden Estrich mit integriert. Entsprechend aber, wie gesagt, ohne die Flankenübertragung als solches. Und da gehe ich jetzt her und setze diese Faktoren K1, K2 sozusagen an und kann dann zum Beispiel berücksichtigen, wie ist die Flankenübertragung.
ist es zum Beispiel eine entsprechende trennende Decke. Dann habe ich hier praktisch auch flankierende Bauteile, genauso wie einen schwimmenden Estrich, der für sich auch trotz der Flankentrennung immer noch einen kleinen Teil überträgt. Also diese Faktoren fließen dann auch mit rein und ich habe im Leichtbau natürlich dann auch wieder einen L' in W, was ich dann ermittle. Und diese ermittelten L' in W-Werte, die nehme ich jetzt her, weil für den Nachweis brauche ich jetzt entsprechend genau diese Vorgaben. Das bedeutet, ich habe meinen L' in W und mache jetzt einen sogenannten, weil ich den so klein wie möglich haben möchte, einen sogenannten Sicherheitszuschlag drauf, weil diese L' in W, die wir jetzt praktisch gerade ermittelt haben, sind natürlich Prognosen. Das sind Werte, die ich teilweise sozusagen aus einer Berechnung herauskriege. Die bilden in der Regel also Berechnung oder halt aus Prüflaboren sozusagen Ergebnisse. Die bilden aber meistens nicht die Praxis dar. Da gibt es mal Fehler, da gibt es mal ein Steinchen, das sozusagen Schall übertragen kann, irgendwo in der Trennfuge. Um das abzugleichen, gibt es einen entsprechenden Sicherheitszuschlag, der sozusagen der Praxiszuschlag sein soll. Und diese zusammengefassten Werte, also mein L-NW plus die 3 Dezibel, der muss jetzt unter dem Wert liegen, den ich als Planer für mein Bauvorhaben als zulässigen L-NW sozusagen ansetze. Das ist wichtig. In dem Augenblick ist auch nochmal der Hinweis an der Stelle, das bedeutet, der Sicherheitsbeiwert beim Trittschallschutz sind 3 Dezibel. Vielleicht erinnert ihr euch noch, wir haben 2 Dezibel beim entsprechenden Luftschallschutz. Also hier ist wirklich nochmal eine kleine Erhöhung als solches da. Und man muss sich auch nochmal bewusst werden, dadurch, dass die Norm relativ neu ist, ist sie nicht in allen Bundesländern umgesetzt, aber entsprechend die Unterscheidung von LNBR oder LNBP, zu denen kommen wir jetzt gleich, die gibt es eigentlich laut der neuen Norm nicht. Aber, wie gesagt, es gibt manche Bundesländer, die das noch nicht umgesetzt haben. Deswegen gucken wir uns entsprechend diese Werte auch nochmal an. Also, ich habe erstmal einen Schallschutzpegel. Dann ermittle ich natürlich daraus dann einen entsprechenden Normtrittschallpegel als solchen. Entsprechend Berücksichtigung der Flanken mit dem Strich gekennzeichnet werden dann auch nochmal mit integriert. Und jetzt kommt natürlich dann entsprechend aus den gesamten Zahlen, aus den Kurven, den ich habe, ein einzelner Wert bei einer bestimmten Frequenz. Das ist mein L-NW. Der fliegt jetzt übrigens weg, das Strichchen. Und jetzt gibt es einmal den sogenannten Rechenwert und einmal den Prüfwert. Der Prüfwert ist der, den ich sozusagen in meinen Laboren ermittle. Und jetzt wurdet ihr früher immer nach dem LNWR gefragt, weil hier sozusagen diese 3 Dezibel Sicherheitszuschlag dann mit integriert waren. Das ist das, was man von euch praktisch immer wissen wollte. Und das ist die Unterscheidung, die zwischen diesen LNWP und LNWR sozusagen als solches existiert. Aber wie gesagt, in der neuen Norm ist das so, dass es lang, über kurz oder lang genau diese beiden Unterscheidungen nicht mehr geben wird. In den jeweiligen Bundesländern. So. Man muss sich aber natürlich auch noch einer anderen Sache noch bewusst werden. Das bedeutet, der Normtrittschallpegel als solches ist erstmal ein subjektiver Höreindruck. Das bedeutet, jeder Mensch empfindet es anders. Wichtig ist einfach nur, dass man sich grob bewusst wird, so L-NW-Werte unter 43 Dezibel, die bedeuten, dass ich eigentlich nahezu in dem Raum unten drunter das normale Gehen über mir nicht hören würde und das Möbelrücken ganz, ganz schwach. Und je mehr ich natürlich hören kann, je größer dieser Wert wird, desto mehr ist natürlich dann auch zu hören. Das bedeutet, in den Bereichen von 63 Dezibel ist es so, dass ich das normale Gehen sogar so hören würde und das Möbelrücken sehr wohl. Und je weiter dieser Wert steigt, desto schlechter wird es natürlich. In der Regel ist es so, dass die 53 Dezibel sozusagen der Standardwert ist, den eigentlich die DIN auch meistens ansetzt. Wirklich richtigen Komfort erreiche ich erst eigentlich in den Bereichen, wo ich unter 43 Dezibel gehe. Und das ist natürlich mit Isolierdämmstoffen jederzeit möglich. Beim schwimmenden Estrich ist natürlich auch wieder dieses Masse-Feder-Masse-System als solches hinterlegt. Also ich arbeite hier wirklich mit den verschiedenen Eigenschaften dieser großen Massen. Das bedeutet, ich reduziere damit wirklich meinen Normtrittschallpegel der jeweiligen Decke in der Form, dass ich wirklich die Entkopplung mache. In der praktischen Ausführung ist natürlich wichtig, dass ich wirklich meine Dämmschichten wirklich dicht gestoßen habe, vollflächig verlegt habe, dass ich keine Lücken habe. Natürlich auch in den dann wird der Estrich sozusagen auf die Dämmschicht verlegt, manchmal mit einer Trennlage, damit er auch wirklich nicht Betonmilch als solches irgendwie zwischen die Fugen reinläuft. Ganz wichtig natürlich auch die entsprechenden Randbereiche mit Dämmstreifen auszuführen und die so lange zu lassen wie möglich, also bis zum Silikonieren eigentlich dort lassen, dass man auch nicht aus Versehen beim Verfugen der Fliesen oder sowas dann plötzlich Fugenmaterial plötzlich als Kontakt an die Wand bekommt. Ja, und das Ganze ist eigentlich vom Prinzip wirklich die schalltechnische Entkopplung des Estrichs von den entsprechenden Wänden und dem Boden als solches. Ja, es gibt natürlich auch ein entsprechendes Maß für die Trittschalldämmung bei den Dämmstoffen. Das bedeutet, wie wird das entsprechend dann als Qualitätsmerkmal zusammengefasst? Und dieses Maß ist die dynamische Steifigkeit. Estrich mit den entsprechenden Einheiten Meganewton pro Kubikmeter.
Man muss sich da vielleicht nochmal ein bisschen den Begriff als solches anschauen. Also ich habe einmal was, was steif sein soll und dabei dynamisch. Also ein Widerspruch eigentlich in sich, aber beschreiben tut es eigentlich genau das, was der Dämmstoff nämlich machen soll. Er sollte eine entsprechende Dynamik haben, dass er wirklich als Feder sozusagen Schall schlucken kann, aber nach wie vor steif genug ist, dass er die entsprechenden Estrichgewicht und natürlich mögliche Auflasten dann als solches trägt. Und genau in diesen Bereichen spielen wir natürlich jetzt mit unserem Dämmstoff. Prinzipiell ist aber so, je kleiner die Dynamiksteifigkeit der Dämmschicht, desto besser ist natürlich auch das Ergebnis des schwimmenden Estrichs bei der Schalldämmung als solches. Und das ist auch in der 4108 Teil 10 geregelt, wie das dann zu kennzeichnen ist. Und das ist auf den Produktetiketten meistens so ein ST25 CP5. Also die SD ist die dynamische Steifigkeit als solches mit 25 Meganewton hier als Beispiel und eine Zusammendrückbarkeit von CP5 von 5 mm. Schauen wir uns aber so ein Etikett mal genauer an. Hier als Beispiel die EP1 in 15 mm. Und wenn ich mir jetzt genau diesen Bereich anschaue, dann ist es genau wirklich so beschrieben. Das bedeutet, ich habe einmal Mineralwolle, europäische Norm, wo sie geregelt ist in der 1362, dann die Angabe der Dickentoleranz, die ich dort haben darf, T6. Und genau jetzt kommt meine dynamische Steifigkeit von 20 Meganewton pro Kubikmeter mit der entsprechenden Zusammendrückbarkeit von CP5, also 5 mm Zusammendrückbarkeit. Ja. Die 15 mm habe ich jetzt ein bisschen betont, weil nämlich je dicker natürlich mein Dämmstoff wird, desto mehr Federweg habe ich. Damit sinkt auch die dynamische Steifigkeit als solches. Sieht man auf diesen Bildern eigentlich auch, ob es die EP1, die EP2 oder die EP5 ist. Je dicker das Produkt, desto geringer ist die dynamische Steifigkeit, desto besser ist die schalltechnische Eigenschaft. Die einzige Ausnahme bildet hier die EP3, weil sie einfach aus der Produktionstechnik heraus ab einer bestimmten Dicke sozusagen gestaucht wird, weil sie einfach mehr Auflast nehmen soll. Also wir drücken sie schon vorher zusammen, dadurch wird sie steifer, hat natürlich lang nicht mehr die entsprechende dynamische Steifigkeit als solches, aber kann sehr hohe Lasten aufnehmen. Also je nachdem, was für eine Anforderung ihr habt, findet ihr bei uns eigentlich in dem Produktportfolio jeweils das passende Produkt. Ja. Man kann natürlich an entsprechenden weiteren Rädchen drehen. Also die Dicke ist natürlich eines der Möglichkeiten. Das bedeutet, möglichst große Dämmdicke zwischen der Decke und dem Estrich hinzukriegen, ist natürlich wichtig. Ich kann natürlich aber auch gucken, je weicher die Feder ist, also je geringer die dynamische Steifigkeit, desto mehr kann natürlich meine Dämmschicht dazu beitragen, dass einfach die akustische Entkopplung besser ist. Und ich kann natürlich auch wieder mit den Schalengewichten spielen. Das bedeutet, zum Beispiel meine Rohdecke entsprechend mit einer großen Schicht sozusagen getrennt. Und eine große Masse obendrauf ist natürlich besser, als wenn ich jetzt hier obendrauf statt einem Nassestrich zum Beispiel einen Trockenestrich mit 20 mm Rigidur verlege zum Beispiel. Also da gibt es sehr, sehr große Möglichkeiten, auch mit diesen Werten zu spielen. Ich kann das noch zusätzlich unterstützen, indem ich in dem Raum, wo ich unten drunter bin, auch nochmal eine entsprechend federt abgehängte Unterdecke nochmal montiere. Da ist einfach darauf zu achten, dass ich wirklich keine starren Verbindungen der Unterdecke jetzt an die entsprechende Decke als solches habe, also wirklich mit Nonius-Abhängern arbeite, anstatt mit Holzbalken oder Holzlatten, die ich an die Decke direkt fest verschraube. Also da gibt es wirklich viele, viele Möglichkeiten, mit denen ich das ganze Ergebnis sehr gut steuern kann. Prinzipiell kann man für euch zusammenfassend sagen, es ist wichtig, dass ich mir einen möglichst kleinen Drittschallpegel L-NW erreiche. Das ist das Ergebnis, das ich in dem Raum unten drunter habe. Und je kleiner der Wert, desto besser ist das Dämmvermögen des gesamten Bauteils beim Trittschall. Und den Trittschall als solches kann ich natürlich dann in der Form dann schon mal beurteilen, indem ich den Dämmstoff entsprechend auswähle, dass er möglichst gering dynamische Steifigkeit hat und damit dann natürlich auch der Trittschallschutz sich deutlich verbessert.